Guten Abend, herzlich willkommen zu Tag 3 der 9. Erneuerbaren Lesetage live hier wieder aus der Akademie der Künste in Hamburg. Es sind schon wirklich sehr spezielle Herausforderungen für ein Festival in diesen Zeiten. Es ist nicht so, dass wir es nicht gewusst hätten. Die Pandemie, die Reisebeschränkungen für all die ausländischen Gäste, die hatten zu uns kommen wollen, davon mussten wir ausgehen. Winter ist in diesen Zeiten eher ungewöhnlich, wo jene Bahnen kaum noch fahren, die unsere inländischen Gäste zu uns hier nach Hamburg bringen sollten. Wir sind überwältigt, was in den letzten Tagen seit Montag hier passiert ist, wie sich wirklich alle Gäste, alle Künstler, alle Autoren versucht haben, hier nach Hamburg durchzukämpfen, muss man schon regelrecht sagen. Und da, wo es nicht geklappt hat, sofort Schauspieler, Kollegen von hier aus Hamburg und der Umgebung eingesprungen sind und die eigentlich angesagten Gäste, die im Schnee stecken geblieben sind, vertreten haben. Und so begrüßen wir Sie heute auch wieder sogar zu zwei Veranstaltungen von Lesen ohne Atomstrom. Und das, was eines der Markenzeichen von Lesen ohne Atomstrom immer war, das hat uns nun die Pandemie verhindert, nämlich die vielen, vielen engagierten Zuschauer. Auf allen Kulturveranstaltungen in Deutschland sind keine Zuschauer erlaubt, weswegen wurden auch viele Kulturveranstaltungen abgesagt. Lesen ohne Atomstrom findet dennoch statt. Und zwar die ganze Woche lang unser volles Programm, jeden Abend hier aus der Akademie der Künste übertragen wir zu Ihnen nach Hause. Und wir haben noch mehr vorbereitet und zwar für das, was auch zu Hause geht, ein Buchlesen, vorzugsweise das Buch zu diesem Festival. Klimawandel, Artensterben und nukleare Gaus dokumentieren den planetaren Burnout. Die Elendstrecks 80 Millionen Geflüchteter, die Apokalypse der Zivilisation. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben eine neue Qualität. Es ist die Pandemie der Zerstörung. Deswegen muss es jetzt um die Disruption des Systems gehen, fordern renommierte Autoren und Künstler. Schluss mit Symbolik. Act now. Das Hamburger Literaturfestival Lesen ohne Atomstrom veröffentlicht die Reflexionen in existenziellen Zeiten von mehr als 2 Dutzend klugen Köpfen aus aller Welt und allen Generationen. Mit Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, Forscherlegende Dennis Meadows, Großbritanniens königlichem Astronom Lord Martin Rees, Palermos Bürgermeister Leo Luca Orlando, Friedenspreisträger Boualem Sansal, Globalisierungskritikerin Vandana Shiva, Aktivistin Hanna Poddich, Anti-Nazi-Kämpferin Beate Glasfeld, Ex-Club of Rome-Chef Grammy Maxton, Klimaforscher Mujib Latif, Publizistin Luke Jochimsen, Monacos Staatschef Fürst Albert II., TV-Entertainer Eckhard von Hirschhausen, Franziska Wessel und Hilda Nakabuye von Fridays for Future, den Flüchtlingsrettern Pia Klemp und Dario Spägui, Traumatologe Jan-Ilhan Kisilhan, UN-Diplomat John Ziegler, Künstler Ai Weiwei, Philosophin Donatella Di Cesare, Liedermacher Konstantin Wecker und den Schauspielern Barbara Auer, Thomas Thieme und Walter Sittler. Vom Protest zur Revolte. Act now, jetzt als Buch und CD. Ja, es ist gerade gesagt worden, als Buch und CD ist es überall im Buchhandel erhältlich. Und überdies gibt es Act now auch noch zum Herunterladen auf zahlreichen digitalen Plattformen. In diesem Jahr trägt das Festival von Lesen ohne Atomstrom den Titel Die Niederlage des rationalen Menschen nach dem Essay, das die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch für unser Buch Act Now geschrieben hat. Und jetzt heute am 3. Festivaltag, da beginnen wir mal ganz anders herum, nämlich mit dem Sieg des rationalen Menschen und erzählen die Geschichte von Palermo, einer Mafia-Metropole, die heute eine multikulturelle Kulturhauptstadt geworden ist.
Einer der maßgeblichen Protagonisten dieser Entwicklung, dieses beispiellosen Prozesses war und ist Leoluca Orlando, einst weltweit geachteter Anti-Mafia-Kämpfer, heute Bürgermeister der Stadt Palermo. Viele Jahre lebte Leoluca Orlando in permanenter Gefahr. Die Mafia wollte ihn ermorden. Und in dieser Zeit begleitete der Regisseur Wolf Gautlitz Leoluca Orlando mit der Kamera und produzierte den preisgekrönten Film Gezählte Tage. Eigentlich wollten beide heute Abend hier sein, in Hamburg. Wolf Gautlitz ist es. Herzlich willkommen. Danke. Und Leoluca Orlando ist uns zugeschaltet in Palermo. Buonasera nach Sizilien. Buonasera. Leoluca Orlando, Ihre Erinnerung, eingangs vielleicht die Frage, was ist so Ihre zentrale Erinnerung damals an die Dreharbeiten zu dem Film Gezählte Tage? Buonasera. Ja, guten Abend. Vielen Dank für diese Einladung. Und ich wünsche Ihnen von hier aus einen schönen Abend. Aus diesem Raum als Bürgermeister 1986 kam ein etwas verrückter deutscher Regisseur hierher und er wollte die Probleme von Palermo kennenlernen. Und 35 Jahre später, in diesem Raum, habe ich ihm die Ehrenbürgerschaft von Palermo verliehen. Und ich glaube, dies sind zwei wichtige Augenblicke. Ein junger Regisseur aus Deutschland kam nach Palermo, kam zu mir und hat einen Mann getroffen, der auf der Todesliste der Mafia stand. Und Wolf Gautlitz hat Palermo so kennengelernt. Und damals war es die Hauptstadt der Mafia. Die Mafia gibt es heute immer noch, auch in Hamburg oder anderen Städten, wie auch in Palermo. Aber die Mafia regiert Palermo nicht mehr. Wir lebten in einem Zustand der Illegalität und jetzt haben wir hier das Recht und wollen die Hauptstadt der Rechte werden, Rechte für alle, auch für Homosexuelle. Wir wollen Migranten aufnehmen und das ist Teil einer langfristigen Vision. Und ich möchte Wolf Gautlitz ganz herzlich grüßen von hier aus und ich habe es gestern auch schon gesagt, wenn mich jemand fragt, wie viele Migranten in Palermo leben, wie viele Ausländer in Palermo leben, dann sage ich nicht 10.000 oder 100.000, sondern null. Denn wer in Palermo lebt, ist Palermitaner. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wer hier lebt, ist ein wichtiger Bürger der Stadt. Vielen Dank, Leoluca, an dieser Stelle. Wir wollen jetzt nochmal zurückgehen, wirklich in die 90er Jahre. Was ist deine zentrale Erinnerung, Wolf, aus diesen Dreharbeiten damals mit Leoluca Orlando? 90er Jahre ganz am Anfang, also Falcone Borsellino sind gerade in die Luft gejagt worden. Und man sprach von der wandelnden Bombe, offiziell, inoffiziell, nämlich über Leoluca Orlando, der noch da war und den Kampf machte. Und das war so ein Augenblick und wir kannten uns ja schon etwas länger, also nicht erst seit 1986. Und ich spürte, man müsste jetzt das auch filmisch irgendwie dokumentieren, aber es war nicht möglich. Es war keine Handyzeit, die Kommunikation musste also über Umwege gemacht werden, aber er lebte damals im Bunker. Also ganz geheim, 1,5 Jahre nach diesen Anschlägen, den fürchterlichen von Falcone und Borsellino. Und er musste immer im Geheimen leben, egal wo, in Italien. Er kam nicht zu seiner Familie und ich sagte, Luca, bitte lass mich das machen. Und er vertraute mir. Also das Vertrauen war das allererste. Und jede Bewegung, die er am nächsten Tag hätte machen sollen, die kannte nur er und wirklich der Innenminister und sein Sekretär. Und ich sagte, wir machen das, es wird ein bisschen schwierig, denn ich hatte 3 Filmteams organisiert und die verteilt in Europa, um zu sagen, okay, wo sind wir morgen? Das erfuhr ich abends, dann rief ich mein Team über normale analoge Telefone an und sagte, Madrid,
oder Barcelona oder Hamburg, sieht man ja auch dann im Film, oder Düsseldorf. Und dann kamen wir dahin, aber dann war es nicht damit getan, sondern gehen Sie in das Hotel, sagte der Sekretär. Und ich ging in das Hotel und fragte nach dem Namen, den er führte. Er hatte nur nie den Namen Leo Luca Orlando, er hatte den Namen seines Sekretärs, irgendeines Freundes oder sogar dreisterweise sogar des Mafia-Bosses von Sizilien, weil er sagte, dann bin ich am sichersten, dann werde ich nicht, vielleicht falle ich keinem Anschlag zum Opfer. Und das war eigentlich diese Tatsache, dann kommt man an diese Rezeption, sagt, nein, gibt's ja nicht. Und du gehst völlig niedergeschlagen mit deinem Team, damals noch mit nicht Charterflügen, sondern wirklich teuer das Ganze. Und du gehst und sagst, er ist nicht da. Und erst nach der ersten, zweiten Kreuzung folgt dir jemand und sagt, Herr Gautlitz, ja, kommen Sie mal mit. Und über eine meistens über eine Tiefgarage in einem Hotel ging es dann in ein Stockwerk, wo das gesamte Stockwerk damals blockiert war. Es waren also 10, 15 Leute, die ihn beschützten. Es war, als wäre es der amerikanische Präsident gewesen. Und das war diese Zeit. Und da entstand dieser, nun sagen wir mal, ein Dank übrigens an Radio Bremen, die das damals ein bisschen, Herr Stoiber hat es ja dann geschafft, diesen Sender auch irgendwie zu beschneiden. Aber Radio Bremen hat diesen damals schon etwas links gerichteten Film mit mir im Geheimen zu produzieren. Und trotzdem bekam er den Bayerischen Filmpreis. Mit diesen Erklärungen, mit diesem Rückblick, glaube ich, werden wir diesen Film noch mal mit ganz anderen Augen sehen. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam mit Leo Luca Orlando und Wolf Gautlitz ins Kino gehen. Lesen und Atomstrom hat die Ehre, diesen preisgekrönten Film zu präsentieren. Gezählte Tage. Allora è partito. Er ist unterwegs. Mafia mordet, aber die Hoffnung stirbt nie. Alles in Ordnung, er ist da. Rom im März 1993. Es ist fast unmöglich, einen Film über jemanden zu drehen, von dem nicht einmal die eigene Frau weiß, wo er sich aufhält, wo er sein wird, wo er gewesen ist. Als wir mit den Dreharbeiten begannen, zählte er zu den weltweit gefährdetsten Personen. Seither ist in Italien viel passiert. Die Mafia wird enttarnt. Und trotzdem wird Orlando im In- und Ausland noch immer die wandelnde Bombe genannt. Seine Antwort, sich zeigen und kämpfen. Immer irgendwo sein, auf dass die Tage der Mafia gezählt sein mögen. Palermo. Das nationale Büro der von Orlando gegründeten Anti-Mafia-Bewegung La Rete. Das auch nur kurzzeitige Abstellen von Fahrzeugen ist im Umkreis von 100 Metern wegen der Gefahr von Autobomben strengstens verboten. Hier laufen Informationen zusammen. Auskünfte werden nur selten erteilt. Rete-Büro, ja bitte. Pronto? Nein, er ist nicht da. Auch nicht in Palermo. Wo? Weiß ich nicht. Mit wem spreche ich bitte? Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass ich es nicht weiß. Fragen Sie in Rom nach. In Ordnung? Auf Wiedersehen. Er ist wunderschön, der Etna. Einzigartig. Hier schlägt das Herz Siziliens. Ein Herz so kalt wie Schnee, so heiß wie Lava. Ein Herz so schwarz wie diese Steine. Kalt, heiß, schwarz. Weiß wie Schnee. Was machen Sie hier? Es ist Sonntag. Mein Sonntag. Ich habe 2-3 Stunden Zeit zwischen einem Vortrag und dem nächsten Flugzeug. Also bin ich hier. Aber wieso hier? Um spazieren zu gehen. Und um all denen, die es nicht glauben, Schneebälle ins Gesicht zu werfen. Una bellissima giornata.
Ein herrlicher Tag ist das heute. Ein bisschen kalt. Aber wo sind die anderen? Ah, da seid ihr. Was wollt ihr von mir? Ein Mantel wäre jetzt ganz gut, weil es doch ziemlich kalt ist. Ich warte. Fangen wir an. Neapel. Gestern kam der Sohn eines Camorra-Bosses durch einen Unfall ums Leben. Ein verfeindeter Clan feierte seinen Tod in den Straßen. Und 100.000 feierten mit. Werden Blutbäder angerichtet, deren Grausamkeit alle Welt entsetzt, folgen den Trauerzügen nur ein paar hundert. Neapel war und ist noch immer ein Königreich. Ein Land für sich, mitten in Italien. Italien hat rund 60 Millionen Einwohner. Viele von ihnen haben an anderen verdient. Ausbeutung, Betrug und Raub waren an der Tagesordnung. Im Rahmen vorgespiegelter Gesetzlichkeit erwiesen sich Politiker als Wundertäter. Sie vermehrten Geld aufs eigene Konto. Und als für die Bürger kein Geld mehr da war, erwachten diese und reagierten. Ein jeder auf seine Art, aber letztendlich italienisch. Leo Luca Orlando, kennen Sie den? Ja, aber nicht persönlich. In einer Stunde kommt er hierher. Wirklich? In einer Stunde? Dann lasst uns singen. Ein Hoch auf Italien, lang lebe Deutschland. Wir feiern zwei stählerne Nationen. Und ob die Politiker singen. Ein bisschen Geld und dann wartet mal, was die uns vorsehen. Ach, zu Zeiten Mussolinis. Und besonders hier in Neapel. Orlando, klar kenne ich den, aber ich mag ihn nicht. Der ist genauso ein Schurke wie all die anderen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, aber es muss sich was ändern, als Mussolini 1922 aufräumte. Der Wunsch nach Ordnung wird hier noch aus der Erinnerung genährt. Mussolini, der Führer, die Schwarzhemden. Und jetzt wird einer kommen, der angeblich nur Chaos stiftet, von Zusammenbruch, von Rebellion spricht. In ein oder zwei Stunden wird er auftreten, wird sein Leben riskieren und sagen, jetzt langt's. Ich habe Angst vor Politikern, die wie Maschinen arbeiten und sich erst dann zurückziehen, wenn sie tot sind. Ich wünschte, ich könnte mich noch zu Lebzeiten zurückziehen. Und dann möchte ich nur leben. Eine ganze Weile einfach nur leben. So wie ich im Augenblick lebe, wie ich mich politisch bewege, gleicht mein Leben viel mehr einem Glücksspiel als einer Karriere. Nein, so gesehen war ich nicht erfolgreich. Mit weniger Einsatz und immer schön brav zu Hause wäre ich vielleicht erfolgreich gewesen. Stattdessen kämpfe ich. Ich kämpfe und riskiere. Viel. Und das ist gut. Du spürst, dass du lebst. Du hast das Gefühl, dass du der bist, der hier kämpft und nicht irgendein anderer. Du hältst dich für einen ganz normalen Menschen und du wünschst dir, in einem ganz normalen Land zu leben. Gianluca Orlando, 45 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Sizilianer. Oppositionspolitiker, Ex-Bürgermeister von Palermo, Hoffnungsträger, Wohnsitz, Kasernen und Polizeibunker. Wie oft sprachen wir davon, dass sich etwas ändern muss? Wie oft sagten wir, jetzt langt's? Wie oft haben wir das wiederholt? Wie oft meinten wir, es sei zwingend? Und endlich ist es nicht nur zwingend, sondern es ist sogar möglich. Denn sie fallen wie die Kegel, die Mächtigsten der Mächtigen, die angeblich Unberührbaren. Wie die Kegel. Aber sie geben nicht auf, kämpfen um ihre Macht, um ihre Unschuld, vollziehen ein letztes Aufbäumen. Daranno colpi di coda, tenteranno in ogni modo di rimanere al loro posto. Oggi credo che sia possibile. Endlich scheint es möglich, das wissen wir alle. Ändern ist möglich, wenn wir achtsam sind und uns das Ziel immer vor Augen halten. Wir wollen in einem ganz normalen Land leben. Und wir müssen aufpassen, denn wir werden als Revolutionäre und Umstürzler bezeichnet, nur weil wir nach etwas ganz Normalem verlangen. Wenn aber jemand, der eigentlich normal ist, als Revolutionär angesehen wird, dann zeigt uns das nur, wie tief der Karren eigentlich im Dreck steckt.
Bedenkt, dass unser ehrwürdiger Herr Andreotti uns sogar davon zu überzeugen versuchte, der Glaube zu Gott führe nur über ihn und seine Partei. Es ist ihm gelungen, Kardinal Ruini zu überzeugen. Und jetzt möchte der uns Katholiken einreden, Gottes Wege führten tatsächlich über Andreotti. Ich denke, der Weg zu Gott braucht nicht den Umweg über Andreotti. Heute Morgen habe ich es wieder versucht, so wie ich es fast jeden Morgen versuche, ihn, nicht Andreotti, ihn, Gott anzubeten, ohne Andreotti dazwischen zu schalten. Und Gott hat es mir bestätigt, hat gesagt, klar, Luca, denk dir nichts, vergiss Andreotti. Und deshalb fordern wir mit Nachdruck, dass dieses Parlament aufgelöst wird und Neuwahlen stattfinden. Und eines steht fest, wenn das Parlament die Immunität des Abgeordneten Bettino Craxi nicht aufheben sollte, werden wir nicht eine Minute länger in diesem Parlament verweilen. Die Immunität des früheren Premierministers Bettino Craxi wurde nicht aufgehoben. Orlando und seine politische Partei La Rete verließen das römische Parlament. Vorträge und Diskussionen in Schulen sind ihm wichtig. Vielleicht, weil Schüler nur Fragen stellen und am Ende höflich klatschen? Ob ich gerne zur Schule gehe? Ja. Vielleicht steckt in meiner Art, Politik zu machen, auch die Absicht, immer wieder Schüler zu sein. Lehrer oder Schüler. Egal, ich bin beides. Forse un poco professore, un poco allora. Ciao Antonio, ciao, grazie, ciao, sì. Andiamo. Ciao, arrivederci. Er war ein Musterschüler, wollte immer der Beste sein, schrieb ein Einser-Abitur, studierte wie schon der Vater ein paar Semester Rechtswissenschaften in Heidelberg und erhielt schließlich einen Lehrstuhl an der Universität von Palermo. Die politische Karriere begann. Es bewegt mich, wenn ich fühle, dass ich etwas mache, das viel größer ist, als ich selbst bin. Wenn ich mein Leben für ein Ziel einsetze, das ich alleine niemals erreichen könnte. Mit nur 37 Jahren wurde er Oberbürgermeister der sizilianischen Hauptstadt, sagte der Mafia den Kampf an und gab der Millionenstadt ein neues Gesicht. Palermo sollte zu Italien gehören. Ist Italien eigentlich ein Staat oder ist es nur ein Gefühl? Italien ist ein Staat, der die Gefühle seines Volkes mit Füßen getreten hat. In Italien hat die Politik das italienische Empfinden plattgewalzt, nicht anders, als wenn ein Stiefel eine Papierblume zertritt. 1990 löste er sich von seiner Partei, den Christdemokraten, und verlor sein Amt als Bürgermeister. Ja, ich bin müde. Warum? Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Ich will doch kein normales Leben. Auch wenn ich ein ganz normaler Mensch bin. Und wenn ich nicht schlafe, bin ich müde. Auch Palermo, Sizilien, ganz Italien war müde. Um aufzurütteln, gründete Orlando im Süden die Antimafia-Bewegung La Rete, das Netz. Bossi im Norden, die rechtsorientierte Lega, die jedoch viel mehr Sizilien und nicht nur der Mafia den Kampf ansagte. Die Maurizio Costanzo Show heißt sie hier in Rom aus dem Theater Parioli herzlich willkommen. Guten Abend, herzlich willkommen. Heute Abend heißt es wieder Einer gegen alle, diesmal mit Leoluca Orlando. Italiens populärste Talkshow. Einer gegen alle oder wie so oft, alle gegen einen. Orlando präsentiert sich einem Millionenpublikum. Eine Live-Aufzeichnung, die mit zweistündiger Verzögerung gesendet wird. Unterbrochen von einem Dutzend Werbespots, die dem finanzstarken Privatsender zu weiterem Kapital verhelfen. Wer so versteckt leben muss wie Orlando, ist auf jede Form von Publicity angewiesen. Maurizio Costanzo, der Moderator, gehört mit seinen Sendungen zu Italiens einflussreichsten Journalisten. Wenige Tage nach dieser Aufzeichnung musste auch er erfahren, dass sein politisches Engagement gegen Korruption und Mafia nicht von jedermann geduldet wird. Den folgenschweren Bombenanschlag auf das Teatro Parioli in Rom entkam er nur knapp.
Und wie anfangs schon erwähnt, dürfen Sie als Erster das Wort ergreifen, wenn Sie es wünschen. Der damals noch amtierende Staatssekretär und persönliche Freund Giulio Andreottis, Claudio Vitalone, war sein erster Gegner. Es ist Ihnen doch bekannt, dass auch gegen Sie eine Klage läuft. Natürlich. Und zwar mit gleicher Dreistigkeit, mit der Sie zu behaupten wagen, der Abgeordnete Andreotti sei Besitzer einer rumänischen Bank. Und Sie wissen, was er antwortete. Er sagte, wenn ich diese Bank besitze, dann spende ich sie der Wohlfahrt. Wenn ich sie aber nicht besitze, dann sollte die Hälfte von Orlandos Gesamtvermögen. Sprechen wir erstmal über die Bank. Lassen Sie sich doch mal was sagen. Über die Bank, sagte ich. Aber wenn Sie schon solche Schauermärchen erfinden, sollten Bitte, Sie zumindest wissen, dass es gar keine Privatbanken gibt. Alle Banken gehören dem Staat. Sehen Sie, eine Lügengeschichte mit ganz, ganz kurzen Beinen. Ich muss hier leider unterbrechen. Bitte versucht doch ein Gespräch zu führen. Wir führen hier doch keinen Prozess. Das ist nichts Besonderes, wenn wir daran denken, wie weitgehend Sie Ihren Kampf gegen die Mafia schon wieder eingeschränkt haben. Allein in Palermo werden 150, 200, 250, 300.000 Menschen sein, die nichts, aber auch gar nichts mit der Mafia zu tun haben. Sie erinnern sich doch an Ihren Parteifreund, den Mafiosen Vito Giangimino, als er sich für das Bürgermeisteramt bewarb. Er konnte gerade 7.000 Stimmen auf sich vereinen, mehr nicht. Und sogar die genügten ihm. Natürlich, die Wahlen der Mafia sind ja auch manipuliert. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Orlando. Und ich frage Sie als Letztes, soweit Sie sich überhaupt in der Lage sehen, darauf zu antworten. Was ist das eigentlich für ein Bedürfnis, unentwegt Behauptungen aufzustellen, um unser Land in den Dreck zu ziehen? Ich ziehe das Land in den Dreck? Ich? 2 Stunden später. Die Ausstrahlung. Orlando, ich wäre glücklich, wenn ich all das wiederholen dürfte, was ich über Sie weiß. Orlando ist mit sich zufrieden. Nach Absprache mit seinen Leibwächtern trifft er gegen Mitternacht Freunde in einem Restaurant. Wir sind heute Abend eigentlich nur hier, um zu essen. Was für einen Titel soll denn der Film haben? Das ist doch eigentlich von Interesse, oder? Wie wäre es mit heute, morgen? Morgen? Nein. Ich denke an einen Titel wie Gezählte Tage. Der Mafia natürlich. Nicht doch, nein. Morgen. Morgen hat Zukunft. Palermo, das ist auch Santa Rosalia, die Schutzpatronin. In jungfräulicher Reinheit symbolisiert sie die Vergebung aller Sünden und ziert fast jede Männerbrust, ob bei Morden oder Hochzeiten. Palermo, das ist Erinnerung. Die Leoparden, die Concadoro mit ihren einst riesigen Orangenplantagen und einem Licht, das verzauberte. Heute bilden 1 Million Einwohner oder vielleicht mehr das Konglomerat der Extreme. Eine Stadt mit den kleinsten Wohnräumen und den größten Villen. Einem Straßenhandel wie im Orient und Luxusgeschäften edler als in Mailand oder Rom. Palermo ist die Stadt hinter dem Meer und vor den Bergen. Hinter Europa und noch vor Afrika, doch irgendwo zwischen Morgen- und Abendland. Die Luft ist weich und warm, Poeten berauschen sich an ihr. Die Morde geschehen kaltblütig, denn das Leben ist so hart, dass der Stadt die bedeutendsten Psychoanalytiker und zielsichersten Killer entwachsen. Einen Frühling soll es gegeben haben, 1985, als Leo Luca Orlando Bürgermeister wurde und alle Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf stellte. Damals begann erneut die gesamte Welt auf die sizilianische Metropole zu schauen. Ein paar Eckdaten erinnern an die Geschehnisse der letzten 10 Jahre. 82 der Mord an General Dalla Chiesa, 84 die Massenverhaftungen, der Maxi-Prozess, 85 Orlando und der Beginn des Frühlings, 90 Gründung der Rätebewegung, 92 die Bomben auf Falcone und Borsellino. Palermo, das ist Leidenschaft, ist Hass, Liebe, Tod, Fäulnis, Vergessenheit. Und nun doch wieder Zukunft? Ah. Siamo in questa bella città. Da sind wir nun, in dieser wunderschönen Stadt, die weitaus mehr sein könnte als das, was sie darstellt. Ans Meer gebettet, von Bergen umringt. Eine internationale Großstadt könnte es sein. Aber unser Übel ist groß und uralt. Es entspringt dem ewigen Spiel der Macht.
che un po' derivano essenzialmente dal potere. Und Macht bedeutet für uns schon immer Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Gewalt. Wahrscheinlich sind wir deshalb zum Widerstand, zur Rebellion geboren. Zumal wir Sizilianer und speziell wir aus Palermo ein großzügiges Volk sind. Wir tragen unsere Herzen in den Händen. Und weil das so ist, dürfen wir uns nicht alles gefallen lassen. Aber leider ist die Gewalt erdrückend. Und das Volk allein schafft es nicht. Ich wünschte, die Jugend könnte etwas ausrichten. Ich bin der Sohn, 30 Jahre alt, führe ein ganz normales Leben, allerdings als Arbeitsloser. Und Hoffnung? Na, ich weiß nicht, die hat vielleicht mein Vater. Und Ihre Hoffnung? Auf die warten wir alle, aber hier steht das Leben doch still. Zum ersten Mal seit Wochen verbrachte Orlando wieder einmal eine Nacht in seiner Privatwohnung. Es ist früher Sonntagmorgen. Geplant ist eine Fahrt zu einer Umweltschutzveranstaltung ans andere Ende Siziliens. Für die Leibwache bedeutet das einen 18-Stunden-Arbeitstag mit 750 Autokilometern. Wie geht's? Gut. Hoffen wir, dass es gut geht. Und wohin geht's heute? Das weiß ich doch nicht. Das muss uns unser Boss erst noch verraten. Macht euch mal fertig. Wohin fahrt ihr? Was? Wohin ihr heute fahrt? Das ist geheim. Bist du verheiratet? Bitte? Verheiratet? Single man. Wer in diesem Beruf verheiratet ist, bekommt früher oder später Ärger mit der Familie. Erstens, weil er fast nie zu Hause ist und zweitens, weil er sein Leben riskiert. Orlandos Ehefrau Melia trägt diesen Zustand gelassen. Auch sie liebt Palermo. Auch sie glaubt an eine Änderung. Fotografen und Fernsehkameras aber meidet sie prinzipiell, weil ihr Privatleben, so sagt sie, niemals einer Sache dient. Aus Sicherheitsgründen ist es Orlando verboten, durch Palermos Innenstadt zu fahren. Wir bitten die Leibwache um eine Ausnahme. Seit der Verhaftung Totorinas liegt über Palermo gespannte Stille. Nicht mehr Köpfe fallen, nur noch Bäume. Eine Stadtfahrt, die um Haaresbreite ein schlimmes Ende genommen hätte. Seit dem Bombenterror auf die Richter Falcone und Borsellino befindet sich die Stadt im Belagerungszustand. Aus Sicht der Polizisten, die nun an jeder Straßenecke stehen, musste der Autokorso mehr als verdächtig wirken. Vier Wagen mit Tempo 120, gefolgt von einem fünften, aus dessen Dach ein Mann eine Kamera wie eine Waffe im Anschlag hält. Wer konnte da noch glauben, dass es sich hier um eine alltägliche Sonntagmorgen-Stadtfahrt handelt? Als auf den Kameramann gezielt wurde, schaltete er aus. Die Lage ist kritisch. Sehr kritisch. Das heißt, wir waren in Gefahr. Ihr? Naja. Aber was hätte denn passieren können? Habt ihr mitgekriegt, wie sie uns abdrängen und anhalten wollten? Klar, die sahen, wie ihr hinter uns her wart und dachten natürlich, naja. Ihr hattet keine Genehmigung. Keine Erlaubnis, hinter uns herzufahren. Also haben sie versucht, euch abzudrängen. Und wir? Trotzdem immer hinten dran geblieben. Ja. Es ist euch doch nicht entgangen, wie sie mit ihren Maschinenpistölchen auf euch zielten. Nervosität auf beiden Seiten, der Finger am Abzug, der Gott sei Dank ruhig blieb. Drehen verboten, wie so oft in Palermo.
Hier war eine Bombe explodiert. Keine Toten, aber ein zerstörtes Kaufhaus. Es hat geknallt. Eine Bombe. Wann? Freitagnacht. Und warum? Das, wenn man wüsste. Und doch, es hat sich viel geändert in Palermo. Denn dass Worte wie diese an Wänden stehen und nicht ausgelöscht werden, zeigt, dass die Omerta, das Schweigen, hier gebrochen ist. Ach, ich soll der Boss der Bosse sein. Dabei führen wir einen uneingeschränkten Kampf, um die Mafia zu besiegen. Und jetzt werden solche Behauptungen in den Raum gestellt, um uns zu schwächen, den Kampf aufzuhalten. Aber das wird ihnen nicht gelingen, denn wir sind wie Kinder und sie sind Mafiosi. Kinder gewinnen immer, sind stärker und besiegen sogar die Mafiosi, die Freunde von Rina. Wir werden gewinnen, auch wenn wir ständig in Gefahr leben. Natürlich passiert es, dass ein Kind stürzt, hinfällt, sich ein Bein bricht, manchmal auch stirbt, zu früh stirbt. Aber es sind die Kinder, die wachsen und deshalb auch siegen werden. Und es sind die alten Mafiosi, die verlieren werden, so wie sie jetzt schon verlieren. Da hilft ihnen auch kein Fluchen, kein Spucken, da helfen keine Verleumdungen. Das Böse ist zwar stark, aber nicht unbesiegbar. Den Gefallenen im Kampf gegen die Mafia. So lautet die Aufschrift auf diesen drei rostigen Eisenplatten, die Orlando, damals noch Bürgermeister, aufstellen ließ. Hartes Eisen, vom Lauf der Zeit zerfressen. So sieht Orlando heute die Mafia. Arbeitslose, Obdachlose, Hoffnungslose, Demonstranten. Hier steht es. Uns stinkt's. Alle Politiker sind Hornochsen. Und wie soll's weitergehen? Im Gestank geht's weiter und auf dem Müll wird's enden. Gibt's denn keine Hoffnung? Und Orlando? Aber was wird er machen? Wie wird er enden? Wie alle anderen. Auch hier am Rathausbrunnen. Das Schweigen ist gebrochen. Gedenktücher mit den Namen der Opfer der Bombenanschläge auf Falcone und Borsellino. Orlando ist unsere Hoffnung, ist das Licht, das Wasser, das vom Himmel fällt und unsere Erde tränkt. So empfinde ich es. Ich war eine Grüne und er war Christdemokrat. Ich hatte nichts für ihn übrig, ich kannte ihn gar nicht. Es missfiel mir einfach, dass er Christdemokrat war. Und eines Tages standen wir Seite an Seite zusammen und ich erkannte, mit wie viel Kraft er gegen die Mafia kämpfte. Und was er alles für Palermo wollte. Frieden, Kultur, Arbeitsplätze. Und allem voran, keine Mafia. Deshalb wechselte ich die Partei, auch wenn ich ehrlich gesagt immer eine Grüne bleiben werde. Aber ich wollte Orlando, wollte seine Bewegung, die Räte, stärken. Orlando ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er kann im selben Moment sowohl ernst als auch sehr fröhlich sein. Ich denke, er ist ein Teil unserer Träume. Palermo war so hoffnungsverloren dunkel und jetzt strahlt ein Licht von hier aus, das inzwischen ganz Italien erhellt. Aber es wird viel zu viel über ihn spekuliert. Es gibt eine Unmenge Neider, weil er eine ungeheure physische Kraft und Intelligenz ausstrahlt. Und wer das nicht erträgt, spricht schlecht über ihn. Auch viele Journalisten schreiben schlecht über ihn. Warum? Weil sie vor seiner Unermüdlichkeit erschrecken. Und manche behaupten sogar, die Tatsache, dass ihn die Mafia bislang noch nicht umgebracht hat, sei Beweis, dass er unbedeutend ist und folglich sein Tod nur sinnlos wäre. In jeder Stadt bräuchte es einen wie ihn. Er ist ehrlich, in jeder Beziehung. Was meinen Sie denn dazu? Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Sizilien. Hören Sie, sein Schweigen hat nichts mit der Mafia zu tun. Nein, mit der Mafia nicht. Ach was, Mafia in Palermo. Die Mafia sitzt oben im Norden, in Rom. Die Politiker machen den Mund auf und wir müssen still sein. Das, was die anrichten, müssen wir ausbaden. Das ist das Übel. Die sind reich, nicht wir. Aber wen wundert's mit all dem, was die zwischen die Finger bekommen? Da muss man ja Millionär werden. Ich verdiene keine Million. Ich stehe hier für 50 Mark am Tag. Gerade, dass ich überlebe. Ja, ja, mein Freund, so sieht es hier aus bei uns in Palermo. Die sind reich, oder stimmt's etwa nicht? Die Politiker, nicht wir. Und wer zu viel verdient hat, dem geht's nun endlich an den Kragen.
Der hat seine Wohnung mit diesen Gefängnismauern tauschen müssen. Der Platz dahinter wird täglich enger. Im Rathaus von Palermo. Ein Drehversuch. Was so unreglementiert und locker, fast wie ein Filmszenario wirkt, ist Wirklichkeit. Ist Palermo jetzt. Hören Sie, hier einfach so zu filmen, verstößt gegen die Regel. Ihr wolltet den Bürgermeister interviewen? Wer ist es denn? Bürgermeister Mario Orobello, Mitglied der Sozialistischen Partei, einer der vielen, die nach Orlandos Abgang 1990 das Rathaus zumindest mit Anwesenheit beehrten. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Nicht, dass ich wüsste. Na, ich glaube, ich habe Sie schon irgendwo mal gesehen. Verzeihen Sie, dürfte ich Sie um ein kurzes Interview bitten? Bitte, wann und wo immer Sie wollen. Also noch bin ich Bürgermeister, für ein paar Stunden. Ich habe mich zum Rücktritt entschlossen, weil unsere Koalitionspartei, die Christdemokraten, in ihren verbitterten Machtkämpfen, die sie derzeit ausüben, meine Position nicht gerade stärken. Aber nachdem ich die Politik für eine ernstzunehmende Angelegenheit halte und ehemals von allen Parteien in mein Amt gewählt wurde, kann ich gar nicht anders, als zum Zeitpunkt mangelnder Solidarität zurückzutreten. Ich rechne jetzt mit der Gunst der Wähler. Ich werde erneut kandidieren und somit vielleicht schon bald wieder Bürgermeister sein. Seit über 2 Stunden sollte doch schon Stadtratssitzung sein. Naja, seit 2 Stunden. Wissen Sie, die sizilianischen Gewohnheiten bleiben halt das, was sie sind. In guten wie in schlechten Zeiten. Man sagt, man sieht sich um 7 und dann trifft man sich 2 oder 3 Stunden später. Aber Sie haben recht, es ist spät und außerdem will ich ja zurücktreten. Also gehen wir. Kollegen, bewegt euch, fangen wir an. Schon 1988 klagte Orlando die Sozialistische Partei an, sie würde mit gleichen mafiosen Mitteln kämpfen, wie es viele Kollegen der Christdemokratischen Partei täten. Eine Koalition mit ihnen schloss er deshalb kategorisch aus. Orlando regierte mit der Opposition, oft gegen die Interessen seiner eigenen Partei. Seine Partner waren Grüne, Kommunisten, Alternative. Bei der nächsten Wahl wird es erstmals in der italienischen Geschichte das Volk sein, das direkt über den Ratsvorsitz im Palazzo delle Aquile entscheiden wird. Auch dem Stadtrat bin ich unter persönlichen Gesichtspunkten dankbar. Ich halte es für nicht vertretbar, auf einem Amt innerhalb des Stadtrates zu bestehen, das es nun nicht mehr zulässt, der Bürgerschaft Antworten auf so viele noch offene Fragen zu geben. Zum einen weise ich erneut darauf hin, dass die Sozialistische Partei regierungsfähig ist. Zum anderen besteht die Notwendigkeit, den Stadtrat aufzulösen. Drinnen tagt das Chaos, draußen herrscht es. Die Demonstranten des Vormittags haben den Palast gestürmt. Nun halten sie ihn besetzt und schreien nach Arbeit. Wir wollen doch nur Arbeit. Aber hier drin regieren ja nur Puppen mit riesigen Holzköpfen. In Italien, so hört man, zeige, wer viel lärmt, Lebensfreude. In Palermo ist das nicht so. Wer hier lärmt, lärmt aus Verzweiflung. Die schulden uns nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Orlando und seine Partei stellen weder einen Auf- noch einen Widerstand dar. Erst kürzlich gab Orlando de Stampa einer Zeitung aus Turin ein Interview und sagte, er habe nie Angst vor Totorina gehabt, er habe immer nur den Staat gefürchtet. Der Mafia läge nichts an seinem Tod, sagte er, denn weder sei er Untersuchungsrichter noch Staatsanwalt. Seinen Tod wolle der Staat. Und jedes Mal, wenn es ein Blutbad gab, richteten sich seine Beschuldigungen gegen den Staat, nie gegen die Mafia. Schon allein deshalb wertet er sie auf. So wie manch einer 1943, als die Mafia den Amerikanern geholfen hat, die Insel zu besetzen. Obwohl man sich doch niemals an die Mafia hätte wenden dürfen. Soll das etwa eine Aussage, ein Kampf gegen die Mafia sein? Bedeutet das vielleicht Widerstand? Sehen Sie diesen Zettel, auf dem steht etwas über Orlando.
1986 sagte der Ex-Bürgermeister von Palermo in einem deutschen Film: Die Bürgermeister hier in Palermo wechseln des Öfteren, aber Leo Luca Orlando bleibe ich mein Leben lang. Da haben Sie doch den Beweis eines vermessenen, arroganten, unerschütterlich selbstgefälligen Menschen. Den Beweis einer Person, die nicht an sich zweifelt, ob das Volk vielleicht nicht doch eines Tages seiner überdrüssig wird, so wie meiner oder eines jeden anderen Bürgermeisters. Solche Selbstüberschätzungen können sehr gefährlich sein. Natürlich ist es mein Traum, wieder Bürgermeister von Palermo zu werden. Es wäre einfach wunderbar, wenn ich als Bürgermeister in meine gequälte, zauberhafte Stadt zurückkehren könnte. Zuerst Bürgermeister und dann Ministerpräsident. Es ist mein Wille, dass ich einen wesentlichen Teil der politischen Zukunft unseres Landes gestalte. Und ich werde beweisen, dass es sehr wohl möglich ist, aus der Kommunalpolitik Palermos herauszuwachsen und schließlich ein ganzes Land zu regieren. Ein Weg von unten nach oben, ein Weg aus der gequälten Stadt bis zum anderen Ende des Landes, Italien. Und die Zeit läuft. Bald schon werde ich erneut Bürgermeister von Palermo sein. Es sei denn, Sie bringen mich um. Ansonsten werde ich Bürgermeister, das wünscht das Volk. Das haben die letzten Wahlen in meiner Stadt gezeigt. Und wenn wir so weit sind, ja, dann sind wir weit gekommen. Dann haben wir schon eine Schlacht gewonnen. Denn von jenem Augenblick an wird Palermo wieder hoffen dürfen, wird zur Normalität zurückkehren. Und wenn Palermo eine Stadt wie jede andere sein wird, dann wird auch Italien ein Land wie jedes andere werden. E le montagne di sta terra erano queste gaude che appariva, che toccavano l'uccello e le pietre della roccia si infilavano intra la terra. L'arbore era la cosicchiene di pampere, i prati chienichiene di chiure. E da sto paese c'era una montagnetta e in questa montagnetta c'era una casuzza, perfetta. Davanti alla casuzza c'era stata una vecchiarecchia. Una vecchiarecchia, capelli, capite? Lunghi che arrivavano fino in terra. E due occhi a queste bierde che davano luce e calore allo sole. E nello stesso momento, quando la vecchia tagliava tutte cose, si gira ed è una marina che bette. Un libro mosso. E comincia a girare un mosso con dei grandi signori miei, afferrà dei cristiani, li piglia, li sava a uno, si rinfilà intra la vucca di cose, ci scruscivano tutte quante della montagna che rontonava. E quando picchia di un rumore si sentivano tutte quante la ricca nella vucca che ne usciva, lo sangue che ci scolava, tutto qua dei cristiani che tagliavano tutte quante. E picchia a un certo punto, il di un nipote più, picchia e si mise davanti e tagliò e bette la vecchia. E la vecchia ci disse: tu che ci fa qua, mostro? E un mostro ci disse: io sogno qua perché mi ha mangiato tutto quanto guatre. E la vecchia ci disse: e io sogno qua perché sogno la Sicilia e sogno la coscienza di tutto guatre. E prima o poi verrà un momento a quando piglia tutte cose, piglia e cangiano. L'Etna mi ha dato la forza. Der Etna gibt mir die Kraft zu glauben, dass selbst Unmögliches möglich sein kann. Wenn ich es nicht bin, der das Unmögliche möglich machen wird, dann wird es jemand sein, der so denkt wie ich, der so träumt wie ich. So einer wird dieses Land regieren. Denn Italien ist müde, weiterhin von korrupten, unwürdigen Politikern regiert zu werden. Wo sind Sie? Sie haben mich allein gelassen. Es fällt auf, dass er nichts ohne Punkt lässt, dass er es versteht, sich leidenschaftlich und perfekt selbst darzustellen. Zeichen eines egozentrischen Charakters, der sich hinter Posen versteckt. Hier bei der Suche nach seinen Leibwächtern. Ein schöner Augenblick. Und ganz ehrlich, was hat das noch mit Leben zu tun, wenn man hier ist und von Polizei und Leibwache eingeengt sein muss? Allein sein ist alles. In Palermo habe ich immer wieder das Gefühl, ihr seid alle Philosophen oder Poeten. Wir sind von beiden etwas. Manchmal sind wir auch nur Schurken, also weder Philosophen noch Poeten. Und andere Male sind wir dann eben beides. Was ist typischer für Palermo? Poet sein. Die Fahrt auf einer Achterbahn. Das ist Palermo. Himmel und Hölle. Man muss schwindelfrei sein. Ich sah zum Paradies. Ich bin Luigi Colajani, Abgeordneter im Europäischen Parlament für die linksgerichtete Demokratische Partei.
Ja, ein Blick zum Paradies und ein paar Gedanken an diese Stadt, die so viel schöner sein könnte. Diese Stadt, die schon immer etliches in Bewegung setzte. Hier begann der palermitanische Frühling, der immer noch andauert und vielleicht doch manches ändern wird. Wir haben wirklich viele Jahre gebraucht, um das Problem mit der Mafia und den Drogen zu verstehen. Das ist kein ausschließlich sizilianisches Problem. Sicher, der Kernpunkt, das Herz, liegt in Sizilien. Aber der Krebs greift inzwischen das gesamte demokratische Leben in Europa an. Und erst jetzt wachen wir allmählich auf. Als Falcone und Borsellino ermordet wurden, habe ich es erlebt, wie das europäische Abgeordnetenhaus von einer Welle des Entsetzens erfasst wurde. Es gab eine Reaktion, als habe man plötzlich verstanden, dass hier ein Kampf ausgetragen wird, an dem sich jeder Einzelne zu beteiligen hat. Ich denke, Europa ist achtsamer geworden, betrachtet sich selbst und beginnt, die katastrophalen Zustände in unserer Gesellschaft zu verstehen. Und eines der Hauptübel ist die Mafia, das organisierte Verbrechen. Nicht etwa nur wegen des Drogenhandels, der unsere Jugend zersetzt, nein. Wegen des Geldes, der Macht des Geldes, die in der Politik fortgeführt jegliche demokratische Handlungsfähigkeit einschränkt.1986, als Orlando noch junger Bürgermeister der Stadt war, sagte er in einem Interview gegenüber dem Stern: Wenn du Bürgermeister in Palermo bist, musst du immer hochfliegen. Wenn du zu weit nach unten kommst, versperren dir automatisch unzählige Hindernisse den Weg. Orlando bestreitet nicht, dass man sich in der Stadt nicht auch normal bewegen kann. Man wird nur fortwährend von tausend Augen verfolgt, wird unentwegt beobachtet. Wohl um diesen Beobachtungen so gut wie möglich zu entgehen, wurde die gesamte Stadt zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert von den Begründern der Mafia, dem Berti Paoli, unterhöhlt. Es entstand ein neues unterirdisches Katakomben-Palermo. Das Labyrinth der Oberstadt setzt sich seitdem unterirdisch fort. Die Ein- und Ausgänge allerdings sind zum Teil noch heute geheim. Würde man sie kennen, lägen bestimmt so manche Mafia-Rätsel offen. Über die Stadt darf nur mit Sondergenehmigung geflogen werden, um die Gefahr von Flugbomben auszuschließen. Was soll's, die ganze Welt zerfällt, sogar Palermo. Runter mit der Kamera. Wenn Sie hier filmen, wird alles beschlagnahmt. Ohne Genehmigung läuft hier gar nichts. Das Gefängnis, ein Hochsicherheitstrakt, in dem Totorina einsetzt. Er soll für die brutalsten Mafiamorde verantwortlich sein. Ein Bunker aus Beton, Eisen und Panzerglas. Dicke Luft, in der Sicherheitsbeamte manchmal auch in Ohnmacht fallen. Standfest hingegen Rinas Bruder. Das Gericht. Wir brauchten Geduld. Es dauerte Tage, bis Totorina endlich einmal vorgeführt wurde. Und während das Gericht kilometerlang Prozessordner stapelt, imitieren Kinder bereits das Verfahren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage, nichts als die Wahrheit, das schwöre ich. Ach, immer dieser Ärger. Sei ruhig, du bist im Gericht. Signora Maria, Sie sagen, Sie hätten Salvatore Rina in einer Bar mit 10 Personen gesehen. Könnten Sie das bitte genauer ausführen? Ja, diesen 10 Personen sagte er, Signor Totorina, dass sie die Bombe unter die Autobahn bei Capaci legen sollen. Was denn für eine Bombe? Und dabei gab er ihnen Geld. Das ist nicht wahr, ich bin nur ein Bauer. Willst du wissen, was du, Totorina, bist? Alles andere als ein ehrlicher Arbeiter. Du mit deinen Lügengeschichten überzeugst mich nicht. Ich bin Bürger und Bauer. Du ein Bürger? Und das sagst du auch noch fröhlich? Du bist kein Bürger. Du hast Falcone und Borsellino umgebracht. Herr Präsident, das sind infame Lügen. Tragische Erdichtungen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Das ist... Auf der Pressetribüne bitte Ruhe. Herr Präsident, wie kann man denn sowas nur behaupten?
Das sind bestimmt Behauptungen von irgendwelchen Schwätzern wie Mutole oder Marchese, von Personen, die sich jetzt wichtig machen. Hören Sie, als ich noch flüchtig war und von ganz Italien gesucht wurde, teilte mir ganz Italien mit, dass ich flüchten solle. Denn die Polizei, die Carabinieri, alle waren sie hinter mir her. Das sind diese Schwätzer. Herr Präsident, Eure Exzellenz, das Hohe Gericht. Können wir nicht mal gemeinsam nachforschen, wer diese Schwätzer sind, die ihren Mund so weit aufreißen? Was wollen Sie damit bezwecken? Der Angeklagte kann zurück in seine Zelle. Der Oberstaatsanwalt. Unter Androhung einer Strafverfolgung ist es strengstens verboten, das Gesicht des Angeklagten Rina abzufilmen, um nicht in die Gefahr einer Mittäterschaft zu gelangen, falls der Angeklagte dies dazu nutzt, über eine uns geheime Mimik Botschaften nach außen zu tragen. La Corte ha sciolto. Das Gericht schließt hiermit die Verhandlung in der Angelegenheit. Ich besitze wahrscheinlich das weltgrößte Archiv von Mafia-Fotos. Tausende Fotos von Niedergeschossenen, Abgemetzelten. Die besten Bürger Palermos haben sie umgebracht. Dem haben sie den Kopf abgeschnitten. Der hier erst den einen Sohn getötet, dann den anderen abgeschlachtet. Der hier glaubte an Christus, hatte ihn sogar eintätowiert. Sowas bewegt einen. Tausende von Toten hier drinnen. Aber ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich kann nicht mehr. Ich will den Tod nicht mehr ablichten. Und es ist schön zu hören, dass ihr einen Film dreht, der sich nicht durch eine Blutschau auszeichnet. Endlich einmal. Endlich erzählt ihr von einem Land, einer Stadt, die beide nicht nur als Sinnbilder des Todes stehen, sondern auch des Lebens, der Schöpfung, der Wiedergeburt aus der Tiefe, der Resistenz. Hier erschossene Banditen. Da der Ministerpräsident Siziliens. Hier einer, da ein anderer. Da eine Puppe, die Puppe eines Kindes. Darunter der erschossene Vater. Das ist genug, genug. Über der Stadt thront ein Gefängnis, das vor circa einem halben Jahrhundert entweder zu klein oder aber sinnlos wurde. Seither dient es Franziskanermönchen als Kloster. Die Rede ist von Corleone, dem Ort, von dem seit Francis Coppolas Erfolgsfilm Der Pate weltweit angenommen wird, hier befände sich die Wiege aller Grausamkeit. 60 Kilometer von Palermo, im gebirgigen Landesinneren, wollen wir nach Totorinas Frau suchen, die ebenso wie er aus dieser 12.000-Seelen-Gemeinde stammt. Die Tatsache, dass sie mit ihren Kindern nach Rinas Verhaftung hier wieder aufgenommen wurde, deuten viele als Beweis, dass Totorina noch immer der Boss der Bosse ist. Entsprechend ist die Angst die Verschwiegenheit. Entschuldigen Sie, wo finde ich bitte die Via Scorsone? Hier. Dort? Ja. Dort wohnt doch die Frau von Totorina, oder? Ja. Die Frau von Rina wohnt doch dort. Nein. Ach nein? Sie wohnt dort in der Straße, aber wo genau, das weiß ich nicht. Aber sie wohnt dort. Die Frage ist jetzt nur, ob sie im zweiten, dritten oder vierten Haus wohnt. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich kenne die Frau nicht. Aber man sagt doch, dass sie dort wohnt. Ich habe wohl davon gehört, aber nachdem ich nie in diese Straße gehe, weiß ich überhaupt nichts. Aber ich weiß, dass sie dort wohnt. Noch bevor die Kamera lief, war diese Straße belebt. Als man uns sah, war plötzlich alles anders. Bedrohlich. Allzu Neugierige, so hörten wir, hatte man verdroschen oder aber Fernsehkameras mit einem Eimer Wasser überschüttet. Straßen weiter. Eine offene Tür. Und wer sind Sie? Ich bin... Aber warum denn so im Halbdunkel? Wir können doch das Licht anmachen.
Seht ihr, ist doch besser so. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Ich habe keine Angst. Wir können offen miteinander reden. Ich bin hier in Corleone geboren. Ich lebe hier und glaube, dass Corleone noch viel, viel mehr Bürger braucht, die frei und ungehemmt sprechen, die mutig herausschreien, dass sie es leid sind, in einem Ort zu leben, der aller Welt als die Hauptstadt der Mafia bekannt ist, der seinen Ruhm nur aus den grausamen Heldentaten der Bosse erntete. Und wir hoffen endlich ein anderes, ein neues Corleone aufzubauen. Ein demokratisches, ziviles, eines, das sich gegen die Krake richtet, das mutig aufsteht und sich bei Tageslicht zeigt. Also furchtlos, so wie ich, wie wir, wie alle Freunde der Zeitung Neue Städte. Seit 3 Jahren versuchen wir das nun, indem wir über unsere Zeitung Verbindungen schaffen zum ganz normalen, bürgerlichen Leben in Corleone und indem wir die Bürger das sagen lassen, was sie in der Vergangenheit noch haben verschweigen müssen. Da ist doch jemand. Ja, öffnen wir. Wer könnte das denn sein? Öffnen wir. Ja, herein. Ein Freund, jemand, der mit uns zusammenarbeitet. Es ist nicht manchmal so, dass Sie Angst haben, wenn es klopft? Ehrlich gesagt, ein bisschen Angst ist immer da. Aber ich bin Optimist. Ich denke immer, es ist ein Freund. Wenn uns bei jedem Klopfen der Gedanke käme, vor der Tür steht ein Mafia-Killer, um dich umzulegen, dann hätten wir bestimmt schon alle unsere Koffer gepackt und wären auf und davon. Aber wohin würde ein Sizilianer gehen? Ins Landesinnere? In die Großstädte? Oder nach Amerika? Ein Sizilianer kann nicht vor sich selber flüchten. Zu sehr ist er hier verwurzelt in dieser Landschaft. Sie macht ihn stark und schwach zugleich. Sie gibt ihm Kraft, alles zu verleugnen, was ihn bedroht. Wir sind zwischen Corleone und Prizzi, sind zwischen dem Paten und der Ehre. Mafia? Man hört von ihr, aber es gibt sie ja kaum. Hier nicht? Nur ein bisschen. Und in Corleone? Dort? Nur ein bisschen mehr. In Palermo, Villa Abate. In Prizzi nicht. In Prizzi ist alles ruhig. Wissen Sie, wer Leoluca Orlando ist? Ja. Wie denn das? Ich kenne ihn, weil er von hier ist. Er besaß Land, gleich dort hinten, hinter dem Berg. Aber als damals dann sein Vater heiratete, hat er, glaube ich, alles verkauft. Nein. Lang war er nicht hier. Aber er ist nicht unbeliebt hier, oder? Wer ich? Ich tue doch keinem was. Nicht Sie. Orlando. Ach so, aber selbst der tut doch nichts Schlechtes. Ich bin stolz auf meine Vergangenheit. Sie prägt meine Zukunft. Ich lebte immer mit dem Gedanken an ein anderes, ein besseres Sizilien. So lehrte es mich mein Vater, meine Mutter, die Priester, die mich erzogen, als ich noch ein Kind war. Der Alltag lehrte mich, dass ich mich persönlich engagieren muss. Gerechtigkeit hat seinen Wert, in Sizilien ganz besonders. Aber nur ein Sizilianer kann Sizilien verändern. Viel zu lange haben viel zu viele Menschen unentwegt behauptet, wenn du Sizilianer bist, bist du dazu verdammt, im Staub zu stehen, in der Vergangenheit zu leben. Aber so ist das nicht. Ich bin glücklich, Sizilianer zu sein. Ich bin stolz auf meine Vergangenheit und arbeite an der Zukunft. Und meine schlimmsten Feinde sind eben genau die anderen Sizilianer, sind die, die darauf beharren, dass sich dieses Land nie ändert. Das darf nicht sein. Sizilien muss sich ändern. Um es zu ändern, sollte man keine Angst mehr haben. Und man muss aufhören, sich seiner zu schämen. Im Dienste der Krebsforschung, Plakat mit Pistole. Wer eine Waffe in diesem Zusammenhang als unpassend empfindet, ist wahrscheinlich kein Sizilianer. Viaggio molto.
Ich reise viel. Es ist absolut notwendig, vieles zu erklären. Hier in Italien können wir den Kampf schon lange nicht mehr alleine kämpfen. Jedes Mal, wenn ich in Amerika bin, stelle ich fest, viele sind mit Mafiosi befreundet und etliche kämpfen gegen sie. Das ist wie in Sizilien. Schon vor Jahren hat sich aber die sizilianische Mafia mit der amerikanischen Mafia zusammengeschlossen und dadurch wurde die Organisation übermächtig. Es wäre also endlich an der Zeit, dass auch wir uns zusammentun, wir aufrichtigen Italiener mit aufrichtigen Amerikanern, Deutschen, Spaniern, Engländern, um überhaupt eine Chance zu haben, diese furchtbare organisierte Kriminalität zu besiegen. Die organisierte Kriminalität betrifft längst nicht mehr nur Sizilien. Sie erstreckt sich über die gesamte Erde. Und gegen diese weltweite Verbindung krimineller Kräfte, daran arbeite ich, dafür kämpfe ich, daran glaube ich, ist es notwendig, eine gleichfalls weltumspannende Gegenbewegung zu organisieren. Barcelona. Warum Spanien? Weil auch in Spanien Kriminelle sind. Gehetzt und fast immer geheim reist Orlando von einem Ort zum anderen. Allein im Monat März legt er über 40.000 Flug- und Autokilometer zurück. Ich sagte gestern nicht, dass Rina in der Vergangenheit nicht festgenommen worden wäre. Ich sagte etwas, was wir alle wissen, nämlich, dass Rina in der Vergangenheit nicht festgenommen worden ist. Und sehr wahrscheinlich ist er nicht festgenommen worden, weil er innerhalb des Staatsgefüges, der Verwaltung, der Politik ausreichend Schutz genoss, um nicht verhaftet zu werden. Und jetzt fragen sich natürlich viele, ob durch diese Verhaftung die Mafia nicht entscheidend geschwächt wurde. Und ich behaupte, es ist nicht die Mafia, die geschwächt wurde. Die Mafia mordet weiter, verbreitet weiter Drogen, beteiligt sich weiter an illegalen internationalen Geschäften. Das, was heute in Italien geschwächt ist, ist weniger die Mafia als vielmehr eine politische Macht, die bislang immer zugleich ein Garant der Mafia war. In einem italienischen Wochenmagazin konnte man unlängst lesen, Orlando sei Mitglied einer nicht genannten Geheimloge. Buon dia. Herr Orlando speist bei Ihnen? Ja, bitte folgen Sie mir. Ist das nicht geheim? Eigentlich schon. Nicht filmen, bitte. So versuchte man zu erklären, warum er überall ist und doch von kaum jemandem gesichtet wird. Die Leibwache? Diese Herren baten, mit Herrn Orlando sprechen zu dürfen. Verzeihen Sie, gibt es hier jemanden, der mir verbindlich sagen kann, mit wem Herr Orlando zu Tisch sitzt? Nun, wir haben hier Funktionäre der hiesigen Landesregierung. Ferner den Direktor und zwei Chefredakteure der satirischen Zeitschrift Triangle. Hier sitzen zwei Pfarrer, Jesuiten und zugleich Gemeindepfarrer. Aber bitte, was interessiert Sie das? Wäre es vielleicht möglich, ungestört weiter essen zu dürfen? Geheimloge? Nein, bestimmt nicht. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Ich habe keine Zeit mehr. Mein Flugzeug, ich muss nach Deutschland. Welche Frage, die Ihnen hier in Spanien gestellt wurde, erschien Ihnen als die wesentlichste? Die Spanier fragten mich, ob eine Gefahr bestünde, dass die italienische Korruption auch auf Spanien übergreifen könne. Darauf sagte ich, dass diese Korruption Spanien schon längst erfasst habe und wir nur hoffen könnten, dass Italien nun Spanien neuerdings ansteckt. Diesmal allerdings mit seinen mutigen Staatsanwälten, die keine Nachforschungen scheuen und alle korrupten Politiker einsperren lassen. Wo sehen wir uns wieder? In Deutschland. Wann? Morgen. Als die Maschine in Deutschland landete, stoppte sie bereits auf der Rollbahn. Die Hecktür wurde geöffnet und Orlando begab sich, nachdem er unter anderem Namen aufgerufen wurde, zum Ausstieg. Sicherheitsbeamte legten ihm eine schusssichere Weste um. Danach stiegen sie mit ihm in ein Panzerfahrzeug, das unter dem Flugzeug wartete. Der Düsseldorfer Landtag.
Der Herr, der kommen soll, ist der schon da? Kann ich leider nicht sagen. Wissen Sie, wer kommt? Wie heißt der? Weiß ich auch nicht. Namen weiß ich nicht. Also Sie wissen doch, wer kommt. Namen darf ich nicht sagen. Das war ganz einfach. Wissen Sie, ob Herr Orlando schon im Haus ist? Kann ich Ihnen keine Auskunft drüber geben. Natürlich war er schon im Haus. Morgen, meine Damen und Herren. Am Anfang möchte ich SPD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen danken. Ich möchte herzlich danken für die Möglichkeit, hier zu sein und über organisierte Kriminalität zu sprechen. Aber dann muss ich Italienisch sprechen, entschuldigen. Aber meine Liebe für deutsche Sprache ist so groß, dass ich kann nicht eine schlecht deutsche Sprache sprechen. So lass mich Italienisch sprechen. Io devo parlare della situazione italiana. Ich möchte Ihnen von Italien berichten. Italien ist nur ein Land von vielen und doch ein ganz besonderes. Es steht als Symbol, als Modell für ein Land, das vom organisierten Verbrechen zersetzt ist. Nach dem Zusammenbruch der Gegensätze zwischen östlichen und westlichen Ideologien ist nun die weltweite Herausforderung der Kampf zwischen Gesetzlichkeit und Ungesetzlichkeit. Das Ende der ideologischen Gegensätze führte zugleich zum Zusammenbruch des Sozialismus. Nach Düsseldorf war er in Rom, in Mailand, in London. Heute ist er in Hamburg. Auf Einladung des Senats und der Oberstaatsanwaltschaft sprach er über das internationale Zusammenwachsen der organisierten Kriminalität. Und fühlte sich wie in einem Käfig. Was ist, wenn ich jetzt versuche reinzugehen? Würde ich Ihnen untersagen und das auch verhindern. Er konnte nicht heraus. Sie durfte nicht hinein. Ja. Schwierigkeiten unter Umständen. Nein, ich bin entgegen dem ursprünglichen Planung früher gekommen. Ja. Und dieses ist entsprechend hier nicht vorgesehen. Und da die Sicherheit natürlich maximal ausgestaltet ist, führt das jetzt einfach zu Schwierigkeiten. Ich bin ich bin in Hamburg. In einem schönen Gefängnis. Am späteren Nachmittag. Weit ab der Stadt wurde ein Gelände abgeschirmt. Hier darf er spazieren gehen. Einen Kilometer elbauf und einen Kilometer elbabwärts. Seine Gesprächspartner, ausschließlich Sicherheitsbeamte und Leibwächter. Aber er ist dankbar, vielleicht sogar glücklich. Tage später. Zurück auf Sizilien. Die Bewachung ist fast familiär, die Bedrohung ist geblieben. Das Meer ist immer außergewöhnlich. Es ist wunderschön. Hier besonders. Es wäre schön, wenn wir hier zusammen rudern könnten. Aber es geht nicht. Leider ist es unmöglich. Hier nicht, heute nicht. Wo sind wir? Siracusa. Syrakus, das Meer von Syrakus. Ortigia, die alte Stadt. Wir sind einen Steinwurf von Afrika entfernt, sind am südlichsten Zipfel Europas. Wir sind in Sizilien. Immer wieder Sizilien. Und gerade hier zeigt sich die Mafia genauso, wie sie ist, als die wahre Feindin Siziliens. Wie einmalig schön wäre diese Landschaft, wenn niemand von der Mafia spräche, weil es sie gar nicht gibt.
Da dem aber nicht so ist, glaube ich, dass der schlimmste Feind des Meeres von Syrakus und der Altstadt Ortigia die Mafia ist. Das erste Opfer der Mafia ist das Meer, ist Sizilien. Ich gehe jetzt. Sind wir fertig? Die Familie. Denken Sie nie an die Familie? Nein. Doch, natürlich die Familie. Ich denke immer, nein, nie. Wo ist der Sinn? Warum soll ich immer an sie denken, wenn ich doch nie mit ihr zusammen sein kann? Weitere Fragen über seine Töchter, seine Frau, seine Eltern stellten wir nicht. Er hätte die Arbeit mit uns abgebrochen. Das ist die Wende, das ist das Ende eines Regimes. Ja, genau so ist es, das Ende eines Regimes. Andreotti steht als Leitfigur eines Systems, das sich selbst dazu erkor. Eine Person, die ganz wesentlich am Leben der... Für das internationale Gleichgewicht ebenso. Selbstverständlich, gerade für dieses Gleichgewicht. Ja, aber ich rufe dich später zurück. Ja, in Ordnung, gut. Nochmals auf Wiedersehen. Eine historische Wende. Ein ganz wichtiger Tag ist das heute. 27. März 1993. 17.39 Uhr. Die Mitteilung einer Presseagentur lautet, dass die Staatsanwaltschaft von Palermo gegen Giulio Andreotti ermittelt. Ein wichtiger Tag. Eine historische Wende. Augenblicke wie diese gehören zu den Sternstunden Orlandos. Er war es, der Andreotti schon seit Jahren beschuldigte. Er wurde deshalb isoliert und Andreotti tat alles, um seine Popularität auch im Ausland zu unterbinden. Hier fand er Unterschlupf bei einem Freund. 2 Stunden will er sich nun Ruhe gönnen und sich von seinem Friseur die Haare schneiden lassen. Zum anderen sind es die Mitverfasser der Kronzeugenregelung. Ich kann also nicht einmal sagen, dass mich diese Gesetzgebung reut. Keiner von ihnen wird mir irgendetwas Übles nachsagen können. Denn was die Mafia betrifft, ist das Gegenteil von dem, was nun behauptet wird, die Wahrheit. Ich habe immer mehr für dieses Land getan, als es meine Pflicht gewesen ist. Hast du gehört, was passiert ist? Diese Strafanzeige gegen Andreotti. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Denn hier in Palermo... Bombe? Ein Bombenhagel ist das. Aber einer, der mal Gutes bringt, oder was meinst du? Hoffen wir es. Wie die Kegel fallen sie, all die alten Herren der Vergangenheit. Die Leute fragten sich doch schon längst, warum man ihn eigentlich nicht schon früher... So ist es. Personenschutz. Nicht gegen die Mafia, sondern gegen Journalisten und eine aufgebrachte Menge. Bitte nicht zu kurz, sonst. Den Schnitt kenne ich auswendig. Da wäre es wirklich nicht nötig, dass sie mir... Den kann ich ja sogar... Mit geschlossenen Augen. Bestimmt. Italien, vielleicht das schönste Land der Erde. Es könnte auch das reichste sein. Doch dafür hätten seine Bürger schon viel früher um eine demokratische Staatsverwaltung kämpfen müssen. Ich will dir sagen, warum es uns endlich gelingt, auch in Italien etwas zu ändern. Weil inzwischen eine Anzahl von Menschen Politik betreibt, die viel mehr fühlen als nur verstehen. Menschen, die glauben, dass Gefühle wichtiger sind als Gedankengänge. Und es muss wohl so sein, dass es funktioniert. Deshalb liebt man ihn hier in Palermo. Er versteht die Menschen und die sind richtig verrückt nach ihm. Jedes Mal, wenn ich eine Sache nicht zu erklären weiß, dann versuche ich nur, das mitzuteilen, was ich fühle. Und wenn es mir nicht mehr gelingt, das zu sagen, was ich fühle, ist jede Überlegung ohnehin absolut unnütz. Das heißt, Pippo und ich werden dann alleine sein, Haare schneiden und mehr nicht. Ja, das war der Film Gezählte Tage. Wolf Gautels hat mir, während wir den Film geschaut haben, gesagt, Leo Luca Orlando wollte ihn eigentlich anders nennen, Erzählte Tage, weil er nämlich überleben würde. Das hat er damals schon gewusst. Seine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Ich weiß nicht, ob wir Leo Luca jetzt auch wieder aus Palermo bei uns haben. Wenn er drauf ist, wäre die Frage, Leo Luca, was hat sich seither getan in Palermo? Welche Rolle spielt die Mafia heute in Palermo?
Er ist noch nicht. Wir haben ihn noch nicht wieder da. Dann, glaube ich, kann ich die Frage an dich weitergeben, Wolf. Du bist so viel selbst in der Stadt, so viel selbst auf Sizilien. Welche Rolle hat die Mafia heute? Naja, die Mafia hat sich ja, das hat er schon angedeutet, sie hat sich auf die ganze Welt, sie kam aus der Welt, also sagen wir aus Amerika und kam nach Palermo. Und Palermo war die Mafia-Hauptstadt und das ist sie in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Ja. Die, wo immer in Fernostasien oder sonst wo sitzt. Es ist der Mythos geblieben und das ist immer noch erschreckend. Also wenn wir nur an die Halbinsel denken, natürlich in Kalabrien, damit hat aber Luca ist jetzt da, vielleicht kann er das auch. Ja. Also wenn man an Kalabrien denkt, das ist eben nicht Sizilien. Sizilien ist doch ein Land, eine Region, die immer fremdbeherrscht war. Und das ist wirklich das große, große Problem. Sie war immer gastfreundlich und sie war hochkulturell. Aber immer von Fremden beherrscht, auch im kulturellen Sinne. Und Leo Luca hat ja versucht, also Leo Luca Orlando hat ja versucht, und das ist ihm auch gelungen, durch die Förderung der Kultur, also dadurch, dass er geschlossene Theater, Opernhäuser, das Teatro Massimo von Palermo, dass er diese Kultur öffnete, dass er die Kirchen, die 200-300 Jahre versperrt waren, geschlossen waren, öffnete, um den Menschen zu zeigen, was habt ihr hier für Schätze. Und durch diese Wahrnehmung eines Volkes, das sich versteckte und nicht verstecken wollte, er hat ihnen ja Selbstbewusstsein gegeben. Er ist der erste Bürgermeister gewesen, der auch, und ist es immer noch, der aber in den 80er Jahren sagte, hey, warum sprecht ihr nur Sizilianisch? Müsst ihr doch nicht, um euch zu schützen. Man spricht Deutsch, man spricht Französisch, man spricht Englisch, man spricht alles und er kann es. Und dann waren sie stolz auf ihn, weil sie sagten, es ist ja einer von uns. Und damit ist diese Kultur wiedergeboren worden. Also Pina Bausch macht Uraufführung, Bob Wilson erholt zur Eröffnung des Teatro Massimo 1996, holt er Claudio Abbado und die Berliner Philharmoniker. Also das war undenkbar gewesen, 5-6 Jahre vorher. Luca in Palermo, wir sind jetzt wieder beieinander. Wolf hat uns erklärt, wie dieser Prozess gewesen ist, um die Mafia rauszudrängen. Welche Rolle spielte die Kultur? Ja, ich habe wirklich diesen Film noch einmal mit viel Emotion gesehen. Palermo hat sich sehr verändert. Die Stadt hat sich kulturell tiefgreifend verändert. Ich erinnere mich noch an die Zeit 1986. Aber da hat im Februar der Maxi-Prozess begonnen und ich war damals Bürgermeister. Ich kann mich erinnern, dass man gegen 470 Mafia-Bosse damals den Prozess geführt hat und alle waren entsetzt und man sah, dass der Bürgermeister sich gegen diese Mafia gewendet hat und das war etwas Neues. Palermo hat sich tiefgreifend verändert. Kulturell, es gibt viele Gegensätze weiterhin. Es gibt die Opfer der Mafia mit Krawatte, ohne Krawatte. Viele haben geschwiegen. Diese Opfer mit und ohne Krawatte haben versucht, die Mafia zu bekämpfen. Und es gab dann auch das Bild in dem Film, wo die Kinder den Prozess nachspielen, zum Beispiel. Und dann das Mädchen, das die Namen von Falcone und Borsellino nennt. Also diese Veränderungen, auch die Bilder aus Düsseldorf, da habe ich auch die Ehrenbürgerschaft erhalten, den Heinrich-Heine-Preis verliehen bekommen. Also das ist eine kulturelle Veränderung und das Teatro Massimo ist jetzt ein kulturelles Aushängeschild der Stadt geworden. Ich habe auch noch einmal die Altstadt von Palermo gesehen. Diese Altstadt, der hier ist, die Altstadt befand sich im Zentrum der Stadt, aber sie war verfallen und auch das
die Aufnahmen von dem Fischer im Hafen, der auch davon sprach, wie wichtig es ist, die Gewalt in der Stadt loszuwerden. Und es gibt jetzt dort viele Yachten heutzutage in diesem Hafen. Also das ist aufgewertet worden. Und es geht nicht nur darum, eine Altstadt zu restaurieren, sondern ein Theater wieder zu eröffnen. Ich erinnere an Pina Bausch. Also in der Vergangenheit war das eine Altstadt, in die niemand ging. Und ich durfte auch, es war zu gefährlich und wurde auch von der Polizei als zu gefährlich verboten, diese Stadt zu betreten. Und also Pina Bausch, das war ein großes Ereignis, das Tanztheater von Wuppertal. Und das war auch die Zeit der Pfalz, der Mauer. Und man kann das vergleichen in Palermo. Der Fall der Mauer ist in Palermo der Fall der Angst. Ich möchte also von einer neuen Epoche sprechen. Und die Kultur ist wichtig. Sie hat diese Kraft. Und wir müssen auch verstehen, dass die Kultur zur Wirtschaft beiträgt. Und man dachte früher, dass die Wirtschaft Kultur mit sich bringt. Und je reicher wir werden, je wohlhabender wir werden, desto kulturell werden wir auch, kultureller werden wir sein und kulturell voranschreiten. Aber das ist umgekehrt. Die Kultur, die produziert Wirtschaft, also, und man muss auch Kultur im Plural verwenden. Wir haben keinen Kulturbeirat in Palermo. Wir haben einen Beirat für Kulturen im Plural, denn Palermo soll ein Ort des Zusammentreffens werden, wo viele Möglichkeiten aufeinandertreffen. Das ist die große Waffe gegen die Mafia. Die Kultur. Leo Luca, gib uns kurz die Chance, noch zu fragen. Wir haben das verstanden, glaube ich, dass die Kultur eine ganz zentrale Rolle spielte in diesem Kampf, um die Mafia aus der Stadt zu drängen, im übertragenen Sinne. Man hört in diesen Tagen, gerade in dieser Pandemie, dass die Mafia in Italien, in Süditalien, wieder sehr erstarken würde. Sie würde sich als Wohltätigkeitsorganisation der Bevölkerung nähern. Wie ist die aktuelle Situation? Wird die Mafia wieder stärker in dieser schwierigen Zeit? Wenn man krank ist, dann braucht man den Arzt oder den Zauberer. Also wenn Italien jetzt Covid hat, da braucht man den Arzt. Das heißt, der Staat muss da sein und die Gemeinden müssen da sein. Sonst kommt ein Zauberer und kommt vielleicht mit Geld und verleiht Geld zu hohen Interessen oder tut ähnliche Dinge. Wir haben in Palermo sehr viel uns bemüht. Niemand ist zurückgeblieben. Wir haben allen die Güter des täglichen Gebrauchs, die wichtigen Güter zur Verfügung gestellt, auch unterschiedliche Gemeinden, Comunità di Sant'Egidio. Also viele haben zusammengearbeitet in Palermo und wir haben versucht, die Verspätung wettzumachen, die nationale Regierung, die italienische Regierung immer verschuldet. Also die Gemeinden haben Gelder zur Verfügung gestellt und auf diese Weise war kein Zauberer nötig. Der befindet sich jetzt im Gefängnis. Ein sehr schönes Bild. Wolf, wie erlebst du es, wenn du jetzt wieder in Palermo bist? Siehst du, dass die Mafia stärker wird in dieser schwierigen Zeit oder wird es so sein, dass es stabil genug ist, sie weiter rauszuhalten?
wenn ich Palermo höre und jetzt, dann denke ich Panormos und denke an die Griechen. Das heißt, ich denke an den schönen Hafen und denke an das, mit dem ich gewachsen bin, mit dem ich groß geworden bin. Und das ist so, dass ich die Mafia als solche gar nicht sehe, sondern nur spüre, dass sie von außen herum kommt und vielleicht sogar auch wieder einen Einfluss ausüben möchte, aber als Mystifikation. Und vielleicht, also da möchte ich jetzt mal umschwingen, was ist Mafia, was ist Lobbyismus, was sind Interessen, was ist das System, das wir ja eigentlich hier, wir bekämpfen es nicht. Wir können hier nur, du und ich und viele, viele anderen hier auf diesem Festival sagen, dass wir Nein sagen, dass wir diesen Weg nicht mehr mitgehen, dass wir genauso hier in Deutschland auch wieder lernen müssen, dass wir nicht schweigen, sondern es gibt viele, die sagen, nein, nein, Rebellion genügt nicht mehr, es muss schon Revolte sein. Ich darf das nicht offen aussprechen, weil sonst haben wir den Verfassungsschutz gleich wieder da. Aber das ist das, was ich jetzt denke, dieses Sizilien, dieses wunderbare Land mit einer Gastfreundschaft, die ich ja auch als Arabienkenner und immer wieder Arabienreisender erkundet habe und ja in die Seele, die arabische Seele, gerade umso mehr hineingedrungen bin, weil ich spüre, dass dieses Oriente, Occidente genau in Sizilien ja auch stattfindet, dieser Melting Pot, der da ist. Und diese Gastfreundschaft ist da und nun kommt, und wie heißt es hier, Lesen ohne Atomstrom, und wir sind am 5. Januar, Luca, du weißt, worauf ich anspreche, 5. Januar 2021, lesen wir in der Früh in der Zeitung, eine Kommission, eine nationale Kommission in Italien, haben beschlossen, dass der gesamte Atommüll Italiens nach Sizilien geschleppt wird. Da war ich sprachlos. Ihr habt einen anderen Teil der Mafia jetzt, der zu euch nach Sizilien kommen möchte. Wir haben da mal ein eigenes Festival zu gemacht, die Atommafia. Ja. Wie wird das weitergehen? Was ist geplant bei euch? Was ist bei uns geplant? Ich höre nur, dass vor meiner Haustür, weil ich ja dort auch lebe, konkret Castellana Sicula im Parco delle Madonie, einem der großen, bedeutenden Nationalparks Italiens, also der übrigens seit 25 Jahren schon dafür ist, dass man keine fremden Tiere dort ansiedeln kann, nur die seit immer da waren, dass es alles geschützt wird, dass nicht einmal ein Mensch irgendwas hinwerfen darf, ein Stückchen Papier, und dass das kontrolliert wird von dreimal so vielen Kontrolleuren wie in ganz Italien, beinahe Mafios, diese Maßnahme. Und man nun sagt, naja, das ist ja schon ein Reservat und das ist ziemlich groß. Und da bauen wir doch die Bunker, um den Atommüll zu verstecken, weil da fällt es nicht auf. Und dann geht es weiter. Es fällt nicht nur nicht auf, sondern es werden in dieser Gegend, weil ja da wenige Einwohner sind, nur ein paar auf die Straße gehen. Die anderen weiß ich nicht, wie sie geschmiert werden. Aber es ist nicht denkbar, es ist nicht möglich. Und ich kann hier nur an Luca weitergeben und sagen, was sagst du als Politiker? Ich bin nächsten Sonntag unten. Und ich stehe mit vielleicht anderen wunderbaren Menschen, Pia Klemp oder Hanna Poddick oder sonst wie rundherum, stehen wir da und werden sagen, hey, anstatt dass 2 Dutzend dort stehen, sind es vielleicht 5 oder mehr Dutzend Leute, die demonstrieren. Und der Bürgermeister von Palermo holt dann die Polizei, um den Atommüll dorthin bringen zu lassen? Fatemi. Ich möchte mit dem Herzen antworten und auch mit dem Verstand. Mit dem Herzen sage ich, dass es diese Atommüll in Sizilien nicht geben wird. Wir können uns in ein paar Monaten treffen und ich hoffe, dass ich mich auch diesmal nicht irre. Aber ich sage es auch mit dem Verstand, denn ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es 4 mögliche Standorte gibt in Sizilien für diese Atommülltalager, aber die Bürgermeister, ich bin auch Vorsitzender der Gemeinden Siziliens, alle Bürgermeister haben sich auch dagegen ausgesprochen. Und wir arbeiten zusammen mit Sachverständigenausschüssen. Sie bereiten eine Dokumentation vor, um zu zeigen, dass das Vorhandensein dieser
dieses Atommülls in der Region ein Akt der Gewalt ist gegenüber dem natürlichen Gleichgewicht in dieser Region, in diesem Naturschutzgebiet Limadonie. Und es sind also auch Orte, wo wertvolle Weine angebaut werden mit folgender Anerkennung. In den letzten 40 Jahren hat sich in Italien Palermo verändert und der Wein hat sich verändert. Und vor 40 Jahren war Palermo korrupt und der Wein war ungenießbar. Aber heute, 40 Jahre später, ist es so, dass sich Palermo geändert hat und auch die Weine sind hoch angesehen und sie können mit der Konkurrenz anderer Länder mithalten. Und es ist aber so, dass die Mafia immer noch da, mit dem Unterschied, dass die Mafia nicht mehr regiert. Die Mafia ist nicht mehr in den Köpfen der Menschen präsent, in einer Schule. Heutzutage in Palermo würde kein Kind mehr Totorina den Mafia-Bus verteidigen. Also die Mafia ist wird nicht nur als etwas Schlechtes angesehen, als etwas Böses, sondern sie lohnt sich nicht. Es ist nicht gut, sie zu haben. Und wir haben diese Initiative gegründet mit anderen Bürgermeistern weltweit. Wir wollen auch das Abkommen von Paris von 2015 unterstützen und die Europäische Union und an sie appellieren, dass sie sich nicht mehr nur um Finanzthemen kümmert, sondern auch jetzt, wie auch aufgrund des Virus, sie sich auch um andere Themen wie die Gesundheit kümmert. Das ist eine Wende, das ist ein neues Thema in Europa und wir hoffen, dass wir weiter uns in diese Richtung bewegen. Das ist ein Europa, das rechts wird. Das geht von kleinen Dingen aus im Nord- und im Süden Europas, insbesondere in Sizilien. Es geht um Rechte, um wichtige Rechte und das ist ganz wichtig. Das Recht ist im Gesetz verankert und wir haben natürlich als Salvini diese falschen Regeln aufgestellt hat. Er wurde zurückgerufen, auch von unseren höchsten Gerichten. Liebe Luca, ich würde voraussagen, Wolf, ihr habt einen gemeinsamen, womöglich langen Kampf vor euch, wenn ihr dort mit der Atommafia jetzt den nächsten Mafiosenkampf ausfechten müsst. In Deutschland hat es 43 Jahre für die Menschen im Wendland gedauert, bis sie die Atommafia aus ihrem Landkreis losgeworden sind. Wir wünschen euch ganz gewiss alles Gute und wir werden das gerne begleiten und euch alle beide wieder einladen, sodass wir euch dann beide beim nächsten Festival hier in Hamburg, bitte so wie es eigentlich auch geplant gewesen ist, hier bei uns auf der Bühne haben. Erstmal für den Moment herzlichen Dank nach Palermo. Mille grazie, Leo Luca Orlando. Grazie a voi per questa. Vielen Dank für diese wunderbare Gelegenheit, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Eine wunderbare Erinnerung, die aber für die Zukunft eingesetzt werden muss. Vielen Dank noch einmal und viele Grüße aus Palermo. Dankeschön, Grüße zurück. Danke dir, Wolf Gautlitz, und viel Kraft für das, was da an Kampf für euch jetzt mit der Atomindustrie bevorsteht. Und wir danken auch wieder heute Abend unserer Dolmetscherin Carola Dinklage, die uns zu Gehör gebracht hat, was wir aus Palermo sonst nicht verstanden hätten. Carola, herzlichen Dank. Und wir machen jetzt weiter heute Abend mit einer zweiten Veranstaltung. Und die soll starten in etwa einer Stunde unter dem Titel Literatur als Waffe. Und moderieren wird das Andreas Blechschmidt, der jetzt bei mir ist. Andreas, was habt ihr gleich vor?
Ja, wir haben 4 Gäste eingeladen. 3 davon werden digital zugeschaltet sein. Pia Klemp wird hier in der Akademie direkt zu Gast sein. Wir werden zu dem Thema No Border, Literatur als Waffe, mit Pavana Amiri sprechen, die mit ihrer Familie im Flüchtlingslager auf Moria bis im letzten Jahr leben musste. Wir werden mit Tima Kurdi sprechen, die ein Buch über ihren toten Neffen Alan Kurdi veröffentlicht hat. Und Berus Bukhani wird aus Neuseeland zugeschaltet sein, der 6 Jahre lang auf einer Abschiebeinsel in Australien interniert gewesen ist. Und wie gesagt, Pia Klemp wird hier direkt persönlich vor Ort sein. Und wir werden mit allen 4 Autorinnen über Flucht, Vertreibung und Literatur als Waffe darin sprechen. Und die Texte wird lesen Renan Demirkan. Genau, wir bekommen noch Verstärkung. Die Texte werden gelesen von Remi Demirkan, die hier auch heute den Weg nach Hamburg in die Akademie gefunden hat. Wunderbar. Dann sehen wir uns hier wieder in gut einer Stunde. Um 8 Uhr, Punkt 8 Uhr geht's hier los. Vielen Dank und bis gleich. Auf Wiedersehen, danke nochmal.